In diesem Video klären wir mal wieder ein paar Infos, nach denen eigentlich keiner gefragt hat, die jetzt aber offiziell bestätigt wurden. Und halt, bevor ihr jetzt wieder ausflippt und sagt, oh, im Nachhinein bestätigt, ist immer blöd. Ja, meistens schon. In diesem Fall muss ich aber wirklich sagen, es hat weder die Geschichte großartig verändert, noch habe ich mir gedacht, das habe ich ja so überhaupt nicht gewusst. Wenn man sich darüber Gedanken macht, kommt man auf jeden Fall da drauf. Und das ist wirklich eine schöne Sache, um das Ganze ein bisschen mehr abzurunden. Wir sprechen heute über Jurassic World Dominion und über, naja, eine Begebenheit, die ihr so auf jeden Fall noch nicht wusstet und eventuell nach dem Video auch sagt, ey Tobi, geil, dass wir die Info jetzt haben. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Vorweg mal ganz kurz eine Frage an euch. Und bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Infovideo loslegen, erinnert ihr euch noch daran, dass Ramsay in Jurassic World Dominion ja erwähnt hat, dass erst nachdem der Tyrannosaurus Rex ins Biosyn Valley gekommen ist, es zwei Alpha-Predatoren gegeben hat, also eben den T-Rex und eben den Giganotosaurus. Ich stolper da immer wieder drüber, weil ich mir denke, wir sehen aber auch zum Ende Buck und Doe, also die beiden T-Rex aus Jurassic Park 2 The Lost World. Und sind die keine Alpha-Predatoren? Die Frage ist jetzt wirklich ernst gemeint. Wisst ihr, ob jemals gesagt wurde, dass die beiden schon vorher da gewesen sind? Oder erst später dazugekommen sind? Weil ich meine, mich erinnern zu können, nein. Man hat ganz klar gesagt, dass die Sornasaurier bereits im Biosyn Valley waren, bevor Rexy eingetroffen ist. Also ist das eigentlich nicht richtig, dass nur ein Alpha-Predator im Biosyn Valley gewesen ist? Wenn ihr die Antwort wisst, schreibt sie mir bitte in die Kommentare unten rein, weil ich weiß es halt wirklich nicht. Kommen wir jetzt zur eigentlichen Info. Und zwar können wir beim Giganotosaurus Folgendes betrachten. Wenn wir das Tier zum allerersten Mal sehen, wie er eben noch im Biosyn Valley schläft, sehen wir, wie der Giganotosaurus eine Narbe durchs Gesicht gezogen hat. Ja, das Tier scheint sichtlich mit Leidenschaft gezogen worden zu sein. Und da hat sich wahrscheinlich noch nie jemand drüber Gedanken gemacht, wie das Ganze passiert sein könnte. Denn, naja, das Tier lebt ja im Biosyn Valley und das ist nicht so wie im Spiel Jurassic World Evolution 2 aufgegliedert. In dem Spiel gibt es ja unsichtbare Zäune, die irgendwie vom Biosyn aufgebaut werden. Und dann kann man verschiedene Saurier in bestimmte Areale quasi einsperren oder eben verhindern, dass Fleischfresser an Pflanzenfresser rankommen. Im Film Jurassic World Dominion gibt es kein einziges Indiz dafür, dass das Biosyn Valley ähnliche Technologie dafür benutzt, um Saurier voneinander fernzuhalten. Es wird vielleicht mal irgendwie kurz angerissen, aber ich meine, ja, der T-Rex und der Giga treffen sich ja trotzdem noch bevor irgendwie die Heuschreckenplage ausgebrochen ist, wo der Giga eben dem T-Rex das Essen klaut. Und das heißt, die Tiere müssen schon zueinander kommen und sind eben nicht voneinander abgeschottet. Und jetzt kommen wir zu einem ursprünglichen Hintergrundgedanken, der auf Twitter veröffentlicht wurde. Ja, das Ganze ist im Film nie so erklärt worden und wurde auch nicht offiziell als Kanon bestätigt. Tatsächlich war das Ganze aber so gedacht, dass Lewis Dodgson versuchen sollte, die Bedingungen der Isla Sorna oder einer freilebenden Insel zu simulieren. Das heißt, ja, die Saurier haben hier laut diesen ersten Konzepten, diesen ersten Ideen, inwiefern sie auch immer umgesetzt wurden, haben die hier keine wirklichen Abgrenzungen gehabt. Die Idee dahinter ist gewesen, dass die Saurier sich ähnlich wie auch auf der Isla Sorna in The Lost World Jurassic Park 2 ihre eigenen Bereiche und Territorien suchen, in denen sie eben leben können. Was hat das Ganze jetzt aber mit dem Giganotosaurus zu tun? Naja, es trifft genau auf die Frage zu, was denn jetzt mit dem Giga passiert ist, dass er denn wirklich diese Narbe im Gesicht hat. Und die Antwort darauf ist relativ simpel. Vielleicht wisst ihr sie auch schon. Ja, das Tier, das dem Giga diese Narbe zugefügt hat, war der Tyrannosaurus. Das wurde jetzt offiziell bestätigt, aber es wird noch viel besser. Denn laut eigenen Aussagen des Designers dieser beiden Dinosaurier haben sowohl der Tyrannosaurus als auch der Giganotosaurus beide Wunden, die wir im Film betrachten können, die in den Vordergrund gehoben werden, die aus einem einstigen Kampf der beiden stammen. Und da habe ich ganz kurz gestutzt und habe mir gedacht, okay, Moment, die Narbe beim Giga wurde nie wirklich hervorgehoben. Vielleicht sticht sie ein bisschen hervor, weil sie ja, naja, in seinem Gesicht ist. Was aber wirklich hervorgehoben wurde, ist das blinde Auge des Tyrannosaurus, was so ziemlich die einzige Verletzung des Tyrannosaurus sein muss oder ist, die wirklich hervorgehoben wurde. Da habe ich mir dann gedacht, aber Moment, wie soll das Ganze denn passiert sein? Also wie soll denn der Giganotosaurus den Tyrannosaurus hat erblinden lassen, ohne ihm das Auge dabei rauszureißen? Und auch hier gibt es tatsächlich eine sehr interessante Antwort in einem der allerersten Konzepte von Biosyn
Biosyn Valley, sollte Biosyn Valley wirklich eine Hommage an den Jurassic Park gewesen sein? Ja, Biosyn Valley, wie wir es im Spiel Jurassic World Evolution 2 sehen, das ist so ungefähr das Biosyn Valley mit den unsichtbaren Gehegen, die wir ursprünglich auch hätten im Film sehen sollen. Das Ganze wurde aber eben letztendlich rausgeschnitten oder rausgestrichen, weil man sich eben gedacht hat, nein, die Tiere sollen ja da unbehelligt, ohne Zäune und so weiter überleben, quasi wie es auch John Hammond in Jurassic Park 2 The Lost World gesagt hat. Aber diese unsichtbaren Zäune, die eben später herausgeschnitten wurden aus dem fertigen Film, haben eine ganz besondere Eigenschaft, die einfach die Blindheit des Therizinosaurus erklären würde. Tatsächlich wollte man eigentlich auf die Bewegungserkennung des T-Rex weiter mit eingehen. Ihr wisst ja, der kann eben seine Beute nur erkennen, wenn die sich auch bewegt. Das ist ja im Filmkanon offiziell wissenschaftlicher Fakt. Im ursprünglichen Konzept zu Jurassic World Dominion sollte das Ganze auf eine Empfindlichkeit der Augen zurückführen. Das heißt, dass der T-Rex und auch die meisten anderen Dinosaurier sehr empfindlich auf Licht reagiert hätten. Diese unsichtbaren Zäune, wie wir sie auch aus Jurassic World Evolution 2 kennen, werden im Spiel zwar anders erklärt. Ich meine, da haben sie es irgendwie erklärt mit den Chips, die Saurier einimplantiert bekommen haben. In einer sehr, sehr frühen Planung von Jurassic World Dominion sollte es aber diese Chips noch überhaupt nicht geben und Dinosaurier sollten durch diese unsichtbaren Gehege mit Lichtsignalen davon abgehalten werden, in andere Gehege hineinzugeraten. Diese Lichtsignale würden sich dann eben auch auf die Augen der Saurier auswirken und ja, das sollte eigentlich der ursprüngliche Grund gewesen sein, wie der Therizinosaurus erblindet wurde. Man hat nämlich eigentlich den Gedanken gehabt, dass die beiden auch im Film miteinander kämpfen sollten. Das haben wir auch in Jurassic World Dominion bekommen. Kommen aber erst am Ende. Die beiden Saurier sollten eigentlich schon wesentlich früher miteinander kämpfen und dann hätte Biosyn einfach handeln müssen und hätte mit diesen Lichtreflexen beide Saurier wieder auseinandergehalten. Dadurch hätte eben der Therizinosaurus auf der einen Seite sein Augenlicht verloren und auf der anderen Seite wäre der Giganotosaurus mit der Narbe im Gesicht aus diesem Kampf herausgekommen. Ich frage mich zwar immer noch, warum man die Designs von den Sauriern quasi beibehalten hat, also mit dem blinden Therizinosaurus oder auch die Narbe am Giga, obwohl die Narbe eigentlich eher zweitrangig ist. Warum der Saurier weiterhin blind geworden ist und auch dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Der Regisseur und Produzent Colin Trevorrow, von dem wisst ihr ja, was ich von ihm halte, hat ganz klar gesagt, und da gebe ich ihm auf jeden Fall recht, dass die Idee mit dem blinden Therizinosaurus und die Idee mit der Szene, wo Claire einfach keine Geräusche machen sollte, zu verlockend war, um sie auch wieder zu verwerfen. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, ja, da gebe ich ihm definitiv recht, das ist eine der besten Szenen aus Jurassic World, generell aus der gesamten Jurassic World Trilogie. Und es macht jetzt irgendwie weniger Sinn, also diese ganze Geschichte mit den Lichtimpulsen und Lichtreflexen ist eben nicht offiziell Kanon, weil das Ganze nicht mal im fertigen Drehbuch so aufgelistet war, aber eben in einer ganz frühen Planung so besprochen wurde. Der Therizinosaurus wurde weiterhin blind gelassen und da gibt es ja auch die ersten Gerüchte, das ist ja ein Pflanzenfresser, dass er eventuell am Boden hat versucht Pflanzen zu fressen und dann vom Dilophosaurus blind gespuckt wurde. Da gibt es aber noch keine wirklich offizielle Erklärung mit dazu, aber das ist auf jeden Fall der Grund, warum wir einen blinden Therizinosaurus im Film gesehen haben und auch der Grund, warum der Giganotosaurus bereits eine Narbe im Gesicht hat. Ich finde so Backstories immer sehr interessant, wenn man halt herausfindet, okay, was war ursprünglich im Film geplant und dachte mir, ich rede einfach mal mit euch drüber. Jetzt bist du wie immer gefragt, schreib mir auf jeden Fall deine Meinung dazu in die Kommentare unten rein. Ich wünsche dir was, bis zum nächsten Video. Ciao.